Hallihallöchen, Leutchen, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Far Cry 5. Ich bin immer noch Yumika und in der letzten Folge haben wir den legendären Sägenasen-Langstör-Fisch-Etwas-Ding gefangen und haben ihn für $300 dann verscherbelt. Bisschen wenig Geld, wenn man bedenkt, dass es so legendär war. Aber na gut, wir haben ihn verscherbelt, wir haben ihn gefangen, weil wir so gut sind. Was da unten? Ach so, ihr seid ja auch noch da. Hä? Ich kann dir helfen. Ah, das tut höllisch weh. Auf geht's. Da sollte ich wohl Danke sagen. Was ist? Hier kann ich nichts machen. Was ist gerade passiert? Kann mir jemand erklären, was? Ich sollte einfach nicht fragen. Wir schicken die beiden weg, in der Hoffnung, dass es wieder so ein Horrorteil ist. Bye bye. Tschüss, lass mich in Ruhe. So, na gucken wir mal. Wieder ein Haus. Ah, schau mal an. Oh, das ist. Oh nee. Glutoni. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was es heißt. Ist damit glutenfreies Essen gemeint? Pepper-Notiz. Die Peggys haben das Ferienlager übernommen. Die Hütten sind voll mit ihrem Kram und sie fangen Hunde ein. Ich kann selbst nicht mehr kämpfen, aber ich habe das getan, was denen am nächsten kommt. Ich habe den Hauptschlüssel für die Hütten gestohlen und ihn an einen der Hunde im Hauptgebäude verfüttert. Als würde es die Peggys interessieren. Bye bye. Ich hoffe, das war deren ihren Angriff wert, mir mein Boot kaputt zu machen. Was hier Ärsche. Oh geil. Oh, Bliss. Endlich. Ich war schon so lange ohne Bliss wieder unterwegs. So, wir müssen jetzt anscheinend entweder warten, bis ein Hund kackt. Oder ihn abknallen. Oh. Ernsthaft. Darf ich Nitro rausbekommen? Was verfüttern die denn an die? Oh ne, das. Oh, wie haben die überhaupt, wie überleben die Viecher überhaupt? Oh, Blissöl. Ja, die verfüttern anscheinend ganz interessante Dinge. Ich frage mich nur, ob die Hunde zu laut sind. Mir sind sie es gerade nämlich schon. Viehfraßhaut? Warum? Oh nee, ich muss jetzt hier die ganze Zeit rum. Pistole. Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Oh. Das ist. Oh, Sprengkapseln, warum auch nicht? Verschluss. Warum ist der Hund gestorben? Kann ich die Hunde nicht rauslassen? Achso, ja, dafür muss ich erstmal. Yay, ich hab den Schlüssel. Jetzt könnt ihr raus, meine Lieben. Ja, flüchtet. Nicht so weit in der Kacke nach Munition und so Zeug. Ein Stachel, ja, den kann man auf jeden Fall noch viel zu rum benutzen, ne? Hallo und hier. Oh, Oregano! Geil! Hätte ich sie wohl nicht rauslassen sollen, sondern warten sollen, bis sie noch mehr Oregano droppen. Was geht, ihr Sektenstecher? Hab gehört, ihr hattet Ärger damit, den Schlüssel zu dem ganzen gestohlenen Kram zu finden, den ihr im Sommerlager aufbewahrt. Ich rufe an, um euch einen Tipp zu geben. Immer der Nase nach. Ich habe da gestern zufällig diesen Schlüssel gefunden. Krass, was? Ich habe ihn in eine Dose Chili getan und dieses Chili an einen der Hunde verfüttert, die ihr geklaut habt. Viel Spaß beim Wühlen in der scharfen Hundescheiße, ihr abgefuckten Pissnicken.
Geile Sache. Alter, da sind sie lieber weggegangen. Da sind sie lieber weggegangen. Ist verständlich. Ist irgendwie ein bisschen verständlich. Aber mit Handschuhen wäre es nicht ganz so schlimm, oder? Da gucken wir nochmal hier oben rein. Ey, Hund, ihr könnt zwar inzwischen gehen, ne? Die Tür ist offen. Gucken wir nochmal, ob hier noch was ist. Da gehen wir mal. Das ist mir nämlich auch ein bisschen zu laut gerade. So, immerhin können die Hunde jetzt auch gehen. Hä, was machen die? Erst bellen sie und dann... Egal. Die Hunde sind frei, wir haben wieder was Gutes getan. Und dann können wir uns ja jetzt hier den hier... Oh, Ratte. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich eine Ratte hier sehe, oder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Es sind schon so viele Folgen. Es sind ja schon über 70 Folgen inzwischen. Da kann ich nicht mehr genau einstufen, ob ich das schon mal gesehen habe. So. Hier sind da irgendwo ja auch noch Gegner. Sind die da drüben? Da ist zumindest Bliss. Ja, da sind sie. Vielleicht können wir... das Visier ist zu schwach. Wir bräuchten ein stärkeres Visier. Okay, Moment. Oh, nice, den Hammer. Gut. Jetzt müssten wir nur noch den befreien, aber der kann sich doch bestimmt selber befreien. Der braucht uns schon nicht. So, dann schauen wir mal. Finde ich aber ziemlich krass, wie sogar solche kleinen Hütten so einen Hochsicherheitsschloss haben. Ist schon interessant. Moment, das war das Richtige. Ich dachte, ich muss jetzt total viel Räumchen suchen und so. Wolf. Nehmen wir uns hier das ganze Cash mal an uns. So, oh ja, das ist natürlich auch schön. Danke, nehme ich gerne an mich. Huch. Gucken wir mal, was ist hier drin. Alter! 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 Motherfucking Viehfraß! Verarschen? Heilige Scheiße, hat der mich jetzt erschrocken. Was zum Teufel? Da war einfach ein verkackter Vielfraß drin. Ich denke mir so, hey, was ist das? Boah. Ne. Mach doch sowas nicht mit mir. Warum waren wir gerade unter Blisseinfluss? Okay, da ist das ganze Hundefutter drin. Hier sind wir unter Blitzeinfluss aus irgendeinem Grund. Da hinten ist Blitz, aber die Reichweite ist nicht so stark eigentlich. Ist vielleicht hier was? Nein. Hier? Sollte ich das verstehen? Riecht die Wäsche vielleicht nach Blitz? Ja, ist ja egal. Schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Karte. Wir sind jetzt erstmal bei 8 Minuten. Dann können wir ja das hier eigentlich machen. Oh, uns geht die Muni aus. Wir sollten vielleicht ein bisschen sparsamer sein. Oh, das hört sich ja ultra hart mit dem Visier. Das kann man ja richtig vergessen. Boah, das kann man ja ultra vergessen. Alter, das kann man so derbe vergessen.
Oh, ist das nervig, Mann. Jetzt ist der da unten. Ja, komm, Edwin, kommst du schon nicht. Nice. Der ist so doof. Was zum... Was war das denn? Okay, ich sollte mich fragen, oder? Achso, stimmt, wir sind ja jetzt wieder in Faves-Region. Ja, ist hier auch Raum. Aufs Maul gibt's hier. Nix gibt's. So. Ja, das ist ja doch ganz schön weit weg, ne? Hallo? Dann machen wir es halt so. McCoy-Hütte mit Absprung. Da unten ist es ja schon. Komm endlich her, blöde Katze. Hallo? Eine ältere weiße Frau hat um Hilfe gebeten. Willst du mich einfach ignorieren? Was ist nur aus diesem Land geworden? Diese elenden Dreckskerle haben mein Haus überfallen und wollten meine Peaches ermorden. Jetzt ist sie losgerannt, um Rache zu nehmen. So wie ich sie kenne, wird sie die Sekten-Hippies ordentlich durchkauen. Wahrscheinlich lungert sie auf dem Campingplatz herum. Es riecht nach Achselschweiß und Fertigfleisch, also sind diese Versager von Eden's Gate sicher nicht weit. Jetzt mach schon und finde sie und denk dran, Leckerlis mitzunehmen. Sie ist wie diese Drapmentussi vom Yachthafen. Für eine Belohnung folgt sie dir überall hin. Jetzt hol mir mein Kätzchen zurück. Alter. Okay, woher weiß ich eigentlich, dass die Leckerlis hier drüben sind? Aber egal. Ist ja wurscht. Okay, hier war Peaches drin. Wir wissen ja ganz genau, dass Peaches so ein... Ja, ich weiß gar nicht, was es ist. Ein Panther ist es nicht, ey. Ja, ist ja wurscht. Vorhin wusste ich noch. So, jetzt wird es aber leider wieder warm, weil das Unwetter weg ist. Das gefällt mir ja jetzt gar nicht. Kann sein, dass die nächsten Folgen dann vielleicht wieder ohne Facecam sind, weil ich gerade fett am Sweaten bin. Oh, aber schöne Umgebung. Also für so ein bisschen Morgensport ist das ja eigentlich ganz schön hier. Oh, guck mal, so ein bisschen Blut, das ist ja ganz normal hier in Hope County, kennt man ja so. Wäre ja seltsam, wenn da nicht überall Blut und Leichen liegen würden. So. Was wollen die? Warum lungern die alle hier rum? Haben die nichts Besseres zu tun hier in dem, als irgendwo im Wald rumzulungern? Verlässt das Missionsgebiet. Okay. Bedeutet das, dass Peaches hier irgendwo rumstreift? Also Peaches muss ja hier irgendwo sein, das hat die alte Frau ja gesagt. Immer den Leichen nach.
so. Sieht eigentlich aus wie ein bisschen Fleisch, aber nur gut. Oh. Hi Peaches. Was geht ab? Was geht ab, Peaches? Nein! Da schnurrt aber jemand. Interessant. Ist irgendwas besonders an diesem Fleisch? Weißt du, es sah eher aus wie Trockenfutter, was da lag. Alter. Wie ich es mal hier ummaunst. Peaches, kommst du her? Na, okay, das eine war schon zu weit weg. Und ich dachte, die haben eine super gute Nase, wie alle anderen Tiere, aber gut. Aber gut, dass wir so viel Fleisch anscheinend tragen können. Ich mach fest. Ich dachte immer, Katzen finden von allein nach Hause. Warum empfangen wir eigentlich ihren Funk? Sollten die nicht vielleicht irgendwie mal was gegen machen? Die Waffe ist weniger effektiv als Milit, ja? Oh Alter, das Visier einfach nur, das ist ja grausam. Alter, das ist ja krank. Das ist ja... Alter, was soll ich dagegen denn machen? Weißt du, wenn wenigstens meine Waffe funktionieren würde, dieses Visier ist ja Schrott. Wer benutzt sowas? Das ist ja grausam. Okay, ich muss mir von denen ein Sturmgewehr nehmen, weil die Waffe kann man absolut vergessen. Also das ist das schlechteste Visier im ganzen Spiel. Ich weiß nicht, wie man damit spielen soll. Wo ist überhaupt Peaches? Und wo ist die Oma? Okay, wo ist er? Hey, der liegt immer noch.
Okay, zum Glück haben wir die wenigstens noch. Auf die ist eigentlich immer Verlass. So, ihr Schwänze, wo seid ihr? Naja, fress dich satt. Fress dich satt. So muss das sein. So, danke, das nehme ich an mich. Geht doch. Wundert mich, dass sie Miss Mabel am Leben gelassen haben. Schlauer, als du aussiehst. Klappe. Ganz ehrlich, ich habe nicht geglaubt, dass ich dich wiedersehe. What? Ich dachte, du wärst nicht der hellste Stern am Himmel, aber da lag ich wohl falsch. Zum Teufel! Warum behältst du die verdammte Katze nicht einfach? Ich war froh, mich die letzten Tage nicht um ihr beharrliches Verlangen nach Futter, Wasser und Aufmerksamkeit kümmern zu müssen. In Ordnung, kannst gehen. Wir sind fertig. Wow! Ja, wow! Ist es jetzt hier ernst? Ja, nee, ist klar. Ja, Katzenfreund, sehe ich ein. Ein garstiges Vieh. Aber sie ist mir trotzdem noch lieber als Mabel. Ich bin nicht so der Katzenmensch, aber ihr schmeckt Peggy Blut. Oh. Und die sehen sie erst kommen, wenn es schon zu spät ist. Warum zieht die sich das rein? Oh. Ich entschuldige mich bei den Mitgliedern von Eden's Gate. Und ganz besonders beim Vater, Joseph Seed. Wir hätten nicht herkommen sollen. Wir wollten nichts Böses. Mhm. Die Aktion bei der Kirche war die Tat nur eines skrupellosen Beamten, der... Böswillig handelte. Böswillig handelte. Dieser Beamte ignorierte direkte Befehle und handelte eigenmächtig. Wir werden ihn finden und dementsprechend bestrafen. Bitte begreift, es besteht keine Gefahr für Eden's Gate oder die Familie. Ich verstehe jetzt euer ruhmreiches Ziel. Wir alle folgen dem Pfad. Hm, auf jeden Fall. Ich finde diese Fernsehübertragungen immer ganz spannend. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es überhaupt bei Jacob sowas gab. Kann ich mich gerade nicht erinnern. Doch, doch, bei Jacob haben wir was angeschaut. Bei John weiß ich jetzt. Doch, John gab es auch was. Okay, dann haben wir eigentlich alle jetzt gesehen. Peaches, bevor sie einen von diesen Peggys frisst. Der ganze Fertigfraß, den sie essen, ist schlecht für ihre Verdauung. Ach, wär's doch nur im echten Leben so mit Wildtieren. Naja, da können wir nur noch eins. Da können wir nur noch eins machen: die alte ausrauben. $250, danke. So, was haben wir hier? Hi, Mabel. Jetzt ist es doch passiert. Gestern Nacht ist Nudel im Schlaf gestorben. Ich kann mir mein Haus gar nicht vorstellen, ohne dass dieses große, dumme Baby irgendwo voll rumliegt. Falls möglich, würde ich Nudel gern bei mir behalten. Ich kann dir seine Lieblingskletterstange schicken, damit du ihn darauf anbringen kannst. Und vielleicht kannst du eine Maus in sein Maul tun. Das war sein Lieblingssnack. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Schlange ausgestopft hast. Tut mir leid. Schau bei mir vorbei und hol ihn ab, wenn du Zeit hast. Es gibt noch ein paar Großkatzen in den Wäldern, aber keine ist so klug wie meine Peaches. Oh, das ist so abartig. Das ist so gewaltig abartig. Was hast du irgendwas dazu sagen, diese Alter? Diese blöde Katze loszuwerden war die beste Entscheidung seit langem. Sie war einfach zu anstrengend. Katzen sollten unabhängig sein. Wenn ich ein Tier gewollt hätte, das pausenlos meine Aufmerksamkeit braucht, dann hätte ich mir ein Baby angeschafft. Alter, die Alte ist so mies, ne? Oh! Yay! Thank you.
Das ist geil. Nett. Nett, nett. Schon geil. So, was haben wir hier? Zivilistennotiz. Oh mein Gott. Wisst ihr was? Mir ist gerade zu heiß. Ich mache das Video jetzt hier an der Stelle vorbei. Ich lese es vielleicht in der nächsten Folge, wenn ich mich ein bisschen abgekühlt habe. Ne? Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Daumen nach oben, Kommentare oder vielleicht sogar ein Abo. Wenn euch denn mein Content gefällt und vergesst nicht, das Video mit eurer Oma zu teilen, um mir zu zeigen, welche Wildkatze wohl die coolste ist und die man nicht einfach wegschicken sollte, nur weil man keinen Bock mehr hat, darauf aufzupassen. Bis dahin.